Leiden, die zu uns kommen, an uns Essener für diese Volksgruppen, die uns ähnlicher sind, die bis vor 15 Jahren friedliches Gebiet waren, wo die Frau auch schon dementsprechend fast gleichberechtigt war in Syrien und so weiter, dass die zu uns kommen, weil es einfacher ist, die zu integrieren. Und ich sage es auch ganz offen, das Grundproblem, unsere Ängste entstehen, glaube ich, daraus, dass jetzt Flüchtlinge zu uns kommen, die jetzt sicher so einen Großteil aus Kriegsflüchtlingen bestehen. Die Angst entsteht dahingehend, dass wir alle niederlegen mussten, oder nicht meine höheren Berufskollegen als Politiker überhaupt in den Schuss, ist die fehlgeleitete Integrationspolitik der letzten 20 Jahre, die einfach nicht funktioniert hat, weil es nie Konsequenzen, die eigentlich vorher gegeben hat und auch über die Medien nicht kommuniziert worden ist, weil ein Schandauer, oder wie sie eine Dame vorher gesagt hat, unser Volk sich in ein Ausdeckgebrecht gefühlt hat, dass man eben auch nicht darüber kommuniziert hat. Das hat, glaube ich, im Vorjahr, wenn wir es im Vorgespräch hatten, einmal, auch mit dem Kabinett da, von der Innenministerin 54 Charterflüge mit Rückführungen und Rückreisen gegeben. Kein Mensch weiß, dass das im Jahr 2015 stattgefunden hat, weil die Zeitung vor allem eingegangen war, aber sich das für die damalige Zeitung, manche Zeitung scheinbar gab. Jetzt gibt es noch, es gibt zumindest eine Tageszeitung, die jetzt anfängt, in die andere Richtung zu schreiben, aber objektives Bild zu bekommen, ist halt in der Diskussion wirklich ganz schwer, und deswegen gibt es auch diese Meinungen, die so auseinanderdriften. Aber von unserer Seite her wird es auf jeden Fall so sein, dass wir alles tun, damit genau das nicht passiert, dass eben unsere Werte durch die Füße getreten werden. Wir werden es versuchen, denen zu erklären, das wird uns, wenn wir jetzt alle bemühen, die Frau Schwette hat sie gesagt, die da sehr engagiert schon ist, sicherlich gleich gut schaffen, wie sie auf der anderen Seite gelingt. Und wenn es ein Problem gibt, dann brauchen wir die Krisenhotline, glaube ich nicht, dann ruft es zwischen direkt nie an. Und wir werden es weitergehen. So, jetzt kommen wir. Mein Name ist Robert, ich komme jetzt aus Sobel, aber ich bin Deutschlehrer, also in Burgstallerhof, danke übrigens an die Jungen, die uns sehr unterstützen. Ich möchte eigentlich hier den Pensionisten einen Rat geben. Ich bin als Pensionist dort am Anfang Jänner, das Heim gibt es schon seit 8 Jahren dort oben am Burgstallerhof. Es sind Jugendliche, es sind Familien, es sind Afghanen, Pakistani, es sind also alles mehr durch die Runde und die vertragen sich da oben eigentlich ganz gut. Es gibt keine Polizeieinsätze, mit den Nachbarn keine Schwierigkeiten. Also, und ich tue unter anderem dort auch Deutschland. Ich habe am Anfang ein mulmiges Gefühl gehabt, jeder, wenn er das erste Mal dorthin kommt, aber dann Freundschaften dort oben geschlossen. Ich habe auch einen Afghanen, den ich unterstütze und das funktioniert sehr gut. Ich bin den Pensionisten die Zeit und die mehr Lust haben, das ist eine sehr bereichernde Art, Leuten zu helfen und man kriegt sehr viel zurück. Das habe ich gesagt. Ich habe ein sehr schönes Beispiel für die Problematik. Es ist ja das, was wir in dem Kopf zu tun haben, weil es von oben her aufgetragen wird, was wir tun können. Und es ist das, womit wir alle wahrscheinlich unzufrieden sind, was auf höherer politischer Ebene passiert. Dahingehend werden wir unseren Unmut weiter ausdrücken können, ändert aber nichts daran, was wir bei uns gerade zu tun haben können. Simon, darf ich noch ein Bild von Folgendes, liebe Herren davon, wie wird es gehandhabt? Mit den Asylanten. Sehr oft kommt es vor, dass Asylmissbrauch begangen wird. Es ist bekannt, dass der islamische Staat Pässe verkauft, dass man verstohlenen Pässe gemacht werden und so weiter. Es sind Asylanten gekommen, die nicht einmal aus Syrien, nicht einmal das syrische Geld gekannt haben. Die Leute sind alle hereingekommen. Warum wurde da nicht ordnungsgemäß kontrolliert? Das wäre ganz einfach. Man kann einen Schneider von einem Wiener unterscheiden, man kann einen Tiroler von einem Kärntner unterscheiden und man könnte sehr genau unterscheiden, welche Leute aus den verschiedensten arabischen Ländern kommen. Opfer, Krieg, klar oder nein. Man könnte Notfallgeografen nehmen und fragen, was ist dort in der Stadt, welcher Fluss geht durch und so weiter. Das ist alles nicht gemacht. Man hat wahllos die Leute reingelassen, kommst, kommst, kommst. Und es kam die Bedürfnisse und sie
werden immer die ganze Zeit. Und jetzt müssen die Gemeinden und so weiter das alles ausfahren, was die Frau Merkel und Herr Seiber uns als Eingang haben. Sie haben einen gravierenden Fehler gemacht in den Ausführungen und Sie haben diese Leute mit den Asylanten, die jetzt zu Ihnen kommen, gleichgesetzt. Wer jetzt zu Ihnen kommt und wer Asylstatus bekommt und wer in einem Asylverfahren ist, von dem weiß man, wer er ist, woher er kommt. Und die werden überprüft, was richtig ist und wo ich bei Ihnen bin und was für mich ein Totalversagen des Staates war. War, dass man die Leute durchgehen lassen. Und es ist auch nicht zu leugnen, dass der eine oder andere, der nicht bekannt ist, als U-Boot bei uns lebt. Aber die, die zu euch noch den Hoch kommen, die in einem Verfahren sind, von denen ist das alles bekannt und von denen weiß man, woher sie kommen. Jetzt wird, und das ist der Grund für dieses berühmte Türen mit Seitenteilen und Löchern, jetzt wird auch in Zukunft, ist zumindest geplant, dass niemand mehr ohne Überprüfung hereinkommt. Das, was die Deutschen so seit einiger Zeit machen, das werden jetzt auch wir machen. Aber die, die zu Ihnen noch in Hof kommen und die, die im Asylverfahren drinnen sind, da stimmt das alles, was Sie gesagt haben, Gott sei Dank nicht. Darf ich noch ganz kurz ergänzend dazu sagen, in Bezug auf die Situation, die sich jetzt ja Gott sei Dank an der Grenze geändert hat, aufgrund der teilweise Schaulichmassen und aufgrund der späten, aber doch Reaktion seitens der Behörde. Wie das Ganze im Mai herum angefangen hat, war Österreich von der Mainbau her absolut unterbesetzt. Wir hätten dort gar nicht die von Ihnen geforderten Kontrollen machen können. Wenn man ein Expeditionsbeamter auf 1500 Leute kommt, die auf ihn einstürmen, das funktioniert doch nicht. Es wurde versucht, kurzzeitig immer wieder zurückzuhalten, aber das hätte im Endeffekt, wenn ich darauf bestanden worden wäre, das zu machen, wäre es zu kriegsendlichen Zuständen gekommen. Und um die Sicherheit, die persönliche Sicherheit und das Leib und Leben von den Leuten vor Ort nicht zu gefährden, ist dann dort teilweise die Grenze so aufgemacht worden, dass zigtausende Leute ohne Registrierung durchgekommen sind. Ich kann Ihnen nur sagen, die Situation hat sich momentan wieder gebessert. Registration vor Ort ist jetzt wieder möglich. Aber das Problem ist, das Kind, das inzwischen durchgerutscht ist, das ist bereits in den Brunnen gefallen, das schwimmt jetzt bei uns im Brunnen. Und es sind auffallend viele Asyllehrer, die reingekommen sind und erst im Zuge einer Amtshandlung kontrolliert und registriert worden sind, die Sie wissen, Sie können sich mal vorstellen, wie viele Afghanen es zum Beispiel in Graz gibt, die alle am 1.1. geboren worden sind. Teilweise 31.12. oder 1.1. Das Problem ist, dass diese Leute, wenn sie etwas zu verbergen haben, zu uns kommen, sämtliche Sachen, die ihre Identität nachweisen könnten, wegwerfen und dann wird in diesen Situationen dann dieses eine beliebte Datum genommen, die Person selber wird, egal ob männlich oder weiblich, geschätzt oder er sucht sich ein Geburtsdatum aus und das bleibt ab dem Zeitpunkt, wo er dann registriert worden ist, sein Geburtsdatum. Ob der jetzt 20 Jahre älter ist oder 5 Jahre jünger, das ist egal, aber wir haben das Problem, dass wir nicht weder die Mainbauer noch das technische Gerät haben, um all diese Leute zu überprüfen. Leider gibt es diese CSI-Geschichten im Fernsehen, die sind in der Real World leider nicht vorhanden und das ist unser größtes Problem. Und zum Beispiel an dieser Stelle wollte ich noch sagen, vielen herzlichen Dank, dass Sie helfen und wir sind auch stolz darauf, dass es so ist und es wird mit Sicherheit auch so weitergehen. Aber vor diesen Leuten, mit denen Sie zu tun haben, unsere Leute auch nicht die Angst, sondern es gibt wahrscheinlich keinen in dem Saal, der einer wirklichen Kriegsflüchtling helfen würde, einer Familie oder sonst irgendwie, sondern die Leute haben Angst vor diesen anderen Personen, die leider im Zuge dieser Welle mit über die Grenzen geschwappt sind. Und da ist das große Problem, dass es der Staat Österreich das definitiv nicht im Griff kriegen wird. Der Zug ist in der Richtung absolut schon gefahren. Und da müssen wir uns nur die Zahlen anschauen, die sogar
offiziell mit der Statistik verlautbart worden sind, auf diese über 9000 Straftaten, die bereits begangen wurden. Und die wurden definitiv nicht von diesen Familien begangen, die in der Versorgung sind und die von euch allen, Gott sei Dank, auch betreut werden, sondern die sind von den anderen gemacht worden. Das sind 35 bis 38 Straftaten pro Tag. Und dabei reden wir von Zahlen, die erst ab Mai gezählt haben. Also jeder kann sich vorstellen, wie es dann im Jahr 2016 ausschaut. Und unser großes Problem ist, dass jeder dieser 9000 Straftaten eine zu viel ist, weil es betrifft einen von uns. Und wenn diese nicht hier wären, diese Leute, die mit umgeschafft wären, wären es auch 9000 Straftaten weniger. Mir ist jetzt klar, dass jeder sagen wird, der sehr pro Refugees ist, dass auch die Österreicher Straftaten machen, das ist korrekt, das ist auch so. Österreicher machen genauso die Straftaten, aber wie gesagt, diese 9000, die da voriges Jahr statistikmäßig aufgezählt worden sind, sind eben 9000 zu viel, die wir vorher nicht hatten, die wir nächstes Jahr noch mindestens wieder haben. Und das ist eines von den Tatsachen, die unseren Leuten eben diese Angst machen. Und die ist nicht so unbegründet, wie uns die hohe Politik in Wien klar machen kann. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, wir treffen ein bisschen ab in der ganzen Diskussion, weil es ist so viel interessant, aber eigentlich sind wir da, um über Liebe zu sprechen, glaube ich. Weil den Leuten von der Ausschuss nimmt es wenig, wenn wir jetzt über die bundespolitischen Probleme diskutieren, die wir heute sowieso nicht lösen werden. Sonst würden wir besser über Lösungen für die Waffe. Und ich bin bei beiden so links wie kein guter Mensch, wie es in den sozialen Medien oft heißt. Aber ich bin ein Mensch, der jedem vorurteilsfrei begegnet, jedem Menschen, den ich kennenlerne, der begegnet ich vorurteilsfrei. Und ein Mensch, der alles schlägt und bringt aus der Hand, der sein Haus verkauft und eine lebensgefährliche Reise in ein anderes Land ausbringt, in dem sehe ich ein Individuum zuerst einmal. Und wenn jetzt 15 Leute in den Ausschuss kommen, dann finde ich, sollte man den Leuten Schritt entgegengehen zuerst, weil dann geht es uns vielleicht zwei entgegen. Wenn wir den Schritt entgegengehen und sehen einen Schritt zurück, okay, dann haben wir ein Problem und dann sollten wir über die nächste Lösung reden. Aber ich finde, wir sollten zuerst gemeinsam den Leuten einen Schritt entgegengehen, wir können dann noch Werbung holen, wenn die Leute werden einziehen, kommen zu ihnen zu holen, wir gehen einen Schritt entgegen, schauen wir einen einzig, vielleicht ist es dann dabei, der in zwei Monaten beim Leberverfusten mit meinem Fuß gespielt und 10 Tore schießt, oder vielleicht ist da ein syrischer Professor dabei, der mit dem Kind Englisch noch lernen kann. Ich finde, es sollte über Lösungen für die Liebe diskutieren. Summe von 9 Euro auf 4,50 Euro zurückgeschaut.
weil die Länder, die sich verpflichtet haben, in die UNHCR einzuzahlen, unter anderem auch Österreich, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind und weil das Geld nicht mehr da war. Und damit ist, wie der Hofer Karger gesagt hat, auch gewahrt mit diesen Überbelegungen und mit diesen Unterversorgungen, ist die Hoffnungslosigkeit gestiegen und der Aufbruch hat in einem wesentlich verstärkten Maß stattgefunden. Sie haben ja gesehen, vorher haben wir 2014 haben wir 28.000 Asylanträge in Österreich gehabt, heuer haben wir 95.000, mindestens vielleicht sogar 100.000. Das ist einfach so. Deswegen wird das der halben Wahrheit noch eine ganze Wahrheit, aber wir haben, also ich habe zumindest nach meinem Gefühl nicht mit schönen Worten geflogen. Das Zweite, was Sie angeschnitten haben, das Schlepperunwesen. Mittlerweile ist es, ist die Schlepperei von allen vier Zweigen, Berufszweigen des organisierten Verbrechens, nämlich Waffenhandel, Rauschgifthandel und Prostitution und Schlepperei, ist die Schlepperei die Nummer 1 in der Einträglichkeit. Sie wird gerne das beste Geschäft machen, das wird weltweit gemacht.